Björn Höcke, die scheint es Schreckensgestalt der deutschen Parteienkorruption, stellt sich dem Interview, stellt sich der Diskussion mit meinem Publikum. Heute Abend hier vor Live-Publikum wieder mit ausführlicher Publikumsdiskussion im Anschluss, die ihr dann bei Apolut seht. Ich bin sehr gespannt auf einen Mann, der von den einen verteufelt, von den anderen in den Himmel gelobt wird. Wie ist der wirklich? Was treibt ihn? Was macht es mit ihm? Und was hat er vor nach dem 1. September, wenn Wahlen in Thüringen sind? Verpasst es nicht auf Apolut und das ganze Interview auf paulbrandenburg.com. Hallo und willkommen bei Apolut zur Publikumsdiskussion mit dem AfD-Vorsitzenden von Thüringen, Björn Höcke. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben gerade eine Stunde lang diskutiert und uns ausgetauscht über Thüringen, die bevorstehende Wahl und die Probleme in Thüringen wie auch in Deutschland. Und jetzt sind die Zuschauer dran. Seid ihr hier, seid sie hier dran, je nachdem, wie ihr das wollt, ob ihr gesiezt oder geduzt werden wollt. Ich werde einfach so zurückrufen, wie es in den Wald hineinschreit. Was sind ihre Fragen an Björn Höcke? Vielleicht Sorgen, Nöte, Ängste? Es gibt ja so einiges zu befürchten, wenn man das glaubt, was wir in der Presse so sehen. Dann droht ja mit dem Wahlsieg der AfD in Thüringen eigentlich der Untergang des Abendlandes oder zumindest des ostdeutschen Abendlandes. Andererseits kommt es vielleicht gar nicht so hart. Wer ist denn mit einer dezidiert kritisch negativen Einstellung, ich frage mal einfach so rum, hier reingegangen? Wer hat sich denn gedacht, naja gut, dann gucke ich es mir halt mal an. Wer weiß, was da ist? Ja, doch. Zwei, die sich trauen, das auch zu sagen. Großen Applaus dafür. Ich danke, dass ihr da seid. Super. Unbedingt. Man hat nämlich so den Eindruck, dass wir ein bisschen aus dem Gespräch gekommen sind. Dass da wenig Bereitschaft ist, sich mal anzuhören, was jemand sagt, von dem man einiges gehört hat. Und? Habt ihr neue Dinge gewonnen? Habt ihr vielleicht einen Blickwinkel mitbekommen, der vorher nicht so da war? Oder haben sich alle schlimmen Vorurteile bestätigt? Naja, sagen wir mal so. Also der Teufel in Person ist er ja nur nicht, ne? Also nein, ich muss sagen, ich bin kein AfD-Wähler und stehe auch der AfD nicht nahe in dem Sinne, obwohl ich ihr Wahlprogramm gelesen habe natürlich. Aber ich bin der Meinung, dass es Zeit wird, in diesem Land allen Parteien, die demokratisch gewählt sind, eine Chance zu geben und mal sich anzuhören, was der Gegner, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal ein blödes Wort, zu sagen hat. Und ich glaube, davon sind wir so weit abgekommen, uns mal zuzuhören und uns ausreden zu lassen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Wenn das keinen Applaus verdient hat, weiß ich auch nicht. Ich komme aus dem Bildungssektor und stelle da eben fest, Herr Höcke, dass wir da sehr viele Verkrustungen haben, gerade durch das Beamtentum. Meine Frage wäre allerdings in eine andere Richtung gehend. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie schon 30% in Thüringen haben. Ich rede ja mit vielen Leuten, mit meinen Azubis und so weiter. Wobei die natürlich viele sagen, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, AfD hätte 50%, wenn der Höcke nicht da wäre. Ja, die begründen das auch, ja, weil sie viele noch so sehen, wie die Presse sie darstellt, so sehe ich das nicht mehr. Das hat sich geändert für mich, also zumindest in Ansätzen. Meine Frage wäre allerdings, Sie werden jetzt die Wahl gewinnen in Thüringen. Wir nehmen das jetzt mal an mit 32-33%. Es hört sich gut an, was Sie sagen, aber Sie haben niemanden, der mit Ihnen koaliert. Das muss man jetzt einfach mal knallhart sagen. Ich glaube nicht, dass das jemand tun wird, leider. Obwohl Sie demokratisch gewählt werden. Ja, Sie haben viele Industrielle, die sagen, dann verlassen wir das Land. Das muss man auch mal so sagen. Oder Investoren aus dem Ausland, die sagen, wir kommen gar nicht her. Wie wollen Sie wirklich, wenn Sie Ministerpräsident wären, würden, das wirklich stemmen? Das wäre meine Frage. Oder machen Sie es dann genau wie alle anderen? Wir versprechen alles vor der Wahl und hinterher ist uns das ehrlich gesagt scheißegal. Und das Gefühl haben ja viele Leute.
ich weiß nicht, ob es bei der AfD so sein wird, weiß ich nicht, aber wie machen Sie das dann, wenn niemand Ihnen wirklich den Rücken stärkt? Vielen Dank für die Frage. Ich höre da hinten schon gleich die Anschlussfrage unbedingt. Ich denke, es ist besonders wertvoll, dass das wirklich aus der Seite kommt, die das nicht bestätigt. Deswegen ganz ernst gemeintes Danke. Höcke, und ich schließe dann an, wenn das schon ein Bildungsfachgespräch wird, was ist denn auch konkret auf dem Plan in der Bildungspolitik in Thüringen? Sie sind Lehrer, Ihre Kollegin kennt sich auch entsprechend aus. Was wäre denn auch das, was inhaltlich dann geschehen muss, zusätzlich zu der Frage, wie wollen Sie es denn durchsetzen, mangels Koalitionspartner? Also ich will mal auf den ersten Teil zu sprechen kommen. Wir haben ja vor 11 Jahren diese Partei gegründet und wir waren alle parteipolitisch mehr oder weniger Greenhorns. Wir sind in die Politik gegangen, weil wir gesehen haben, damals schon 2013, dass die Problemlanden im Land immer größer werden. Ja, ich auch als Lehrer. Ich habe in der Schule gesehen, wie die Zukunft dieses Landes verspielt wird. Wenn Sie Lehrerin sind, dann wissen Sie ja, dass die Schule letztlich der Blick in die Glaskugel der Zukunft eines Landes ist. Ja, die demografische Krise, der Zerfall der Familien, die Multikulturalisierung, die Ideologieprojekte, also Inklusion beispielsweise, Gender-Mainstream-Einsatz, Frühsexualisierung, alles das, was Schule zu einem ideologisierten Ort macht und nicht mehr zu einem Ort des Lernens und der Lehre. Und das erklärt auch, warum Schule heute nicht mehr funktioniert. Man sagt, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Mit Blick in unsere Schulen muss ich sagen, dass unsere Gesellschaft mittlerweile todkrank ist. Und wenn ich über Bildungsreformen rede, muss ich immer darauf hinweisen, dass ohne eine gesamtgesellschaftliche Reformation die Bildung nicht wieder auf ein gutes Gleis gestellt werden kann. Das muss immer klar sein. Und das ist auch etwas, was die Altparteien gekonnt wegargumentieren, also das Desaster, was über Jahrzehnte gesamtgesellschaftlich angerichtet worden ist, indem man sagt, du, wir haben jetzt ein Lehrermangelproblem, das beheben wir dadurch, dass wir Seiteneinsteiger qualifizieren oder dadurch, dass wir eine Buschzulage zahlen für Lehrer, die vielleicht auch in abgelegene Gegenden Thüringens unterrichten wollen, um da die Lehrer, dem Lehrermangel zu begegnen. Das ist alles nur Kurieren an Symptomen. Wir müssen an die Wurzeln rangehen. Und ich glaube, immer mehr Leute erkennen auch, dass dieses Symptomkurieren zu keinem Ergebnis führt. Und da sind wir auch bei der Frage, die Sie indirekt gestellt haben, will die AfD oder sind Sie denn anders? Ja, ich bin anders und wir sind anders. Und vielleicht bin ich auch deswegen so entstellt worden, medial so entstellt worden, weil das Establishment weiß, dass ich es ernst meine, dass ich anders bin, dass ich nicht korrumpierbar bin, sondern weil ich mit Leidenschaft in die Politik gegangen bin und weil ich mit einem guten Willen in die Politik gegangen bin und nicht eingefangen werden kann für das Establishment. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch so bekämpft. Ja? Und glauben Sie mir, solange ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, weil ich bin nur Landesvorsitzender des Landesverbandes Thüringen, solange ich hier was zu sagen habe und meine Mitstreiter, die um mich herum mit mir zusammenarbeiten, was zu sagen haben, werden wir weiter, und wir haben jetzt schon seit über 10 Jahren immer wieder auf die Nase gekriegt, immer wieder, ja, sind wir geprügelt worden. Wenn man so lange unter Dauerbeschuss steht, dann weiß man, wofür man es tut. Man weiß, dass man deswegen in Opposition geblieben ist. Man hat sich nicht verzettelt, man hat sich nicht zu früh kompromissbereit gezeigt, weil man weiß, dieses Land braucht grundsätzliche Reformen. Und wir ziehen das jetzt durch. Und wir werden keine faulen Kompromisse machen. Das verspreche ich Ihnen. Ich verspreche es Ihnen. Ja? Was heißt denn das? Und da sind wir bei der Frage, was ist eigentlich machtpolitisch möglich? Ja, machtpolitisch sind wir im Augenblick in einer nicht einfachen Lage. Das gebe ich frank und frei zu. Die Zahlen sind vielleicht dann am 1. September so, wie Sie sie gerade genannt haben, 32-33% reicht nicht für eine Regierung. Die absolute Mehrheit beginnt bei 42%, wenn die kleinen Parteien rausfallen. Dann werden die anderen Parteien, so wie wir das in unserem Gespräch eben auch skizziert haben, dann werden wir wahrscheinlich eine Dreier-Vierer-Koalition machen, um die AfD zu verhindern. Das wird aber eine sehr fragile Koalition sein und die Problemlagen werden größer werden im Land, auch in Thüringen. Und irgendwann sind die Menschen dann bereit zu erkennen, dass nur die Alternative, die sich reingehalten hat, die ihre Inhalte nicht verraten hat, die aber eine Programmatik hat, mit der man wirklich ein Land reformieren kann und die wirklich an die Ursachen rangeht, in allen Politikfeldern, werden dann dieser Partei das Vertrauen schenken. Das kann auch noch 2 oder 3 Jahre dauern. Ja, es kann sein, dass wir erst noch Neuwahlen dann wieder abwarten müssen. Ja, da bin ich relativ nüchtern unterwegs. Aber wir werden unsere Inhalte nicht verraten. Und was die Bildungspolitik angeht, ja, wichtig ist, man muss das
gesellschaftlich sehen. Man muss erkennen, dass die Schule entideologisiert werden muss. Wir müssen, und das werden wir tun, wenn wir in der Regierung sind, die Schule befreien von Ballast, der nicht in Schule gehört. Ich unterhalte mich auch mit vielen Lehrern, die immer noch im Dienst sind, die sagen, wir kommen ja gar nicht mehr zum Unterrichten, weil wir mit Bürokratie, weil mit permanenten Sonderprojekten so überlastet sind, dass wir gar nicht mehr zum Kerngeschäft kommen können. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wir werden als AfD-Regierung sofort diesen Bildungsplan 0 bis 18 Jahren außer Kraft setzen. Dieser Bildungsplan 0 bis 18 Jahren, das ist etwas, was die rot-rot-grüne Landesregierung weitergeschrieben hat. Die CDU-Regierung hat das Ding schon aufgesetzt. Damals war das ein Bildungsplan von 0 bis 12 Jahren. Und das ist die Grundlage auch für die Frühsexualisierung in den Kindergärten, in den Grundschulen und in den Schulen. Das ist die Grundlage auch für den Gender-Mainstream-Ansatz in den Schulen. Alles das wird von uns abgeschafft werden, weil die Schule wieder freigesetzt werden muss zu ihrem Bildungsauftrag und für ihren Bildungsauftrag. Wir werden die natürliche Autorität der Lehrer stärken wollen. Der Lehrer muss wieder als Respektsperson wahrgenommen werden. Das ist auch wieder eine Wertefrage. Ja, also populistisch ausgedrückt, früher hatten die Schüler Respekt vor ihren Lehrern. Heute haben die Lehrer Angst vor ihren Schülern. Das hat viele Ursachen. Das ist ursächlich vor allem darin begründet, dass die Eltern, weil sie selbst offenbar auch spüren, dass sie nicht mehr das in die Erziehung reinlegen, was sie reinlegen müssten oder reinlegen könnten, wenn sie dann auch vielleicht zeitlich die Ressourcen dazu hätten, weil sie vielleicht auch in der alltäglichen Tretmühle drin sind, gegen die Lehrer operieren, anstatt mit den Lehrern gemeinsam das Beste für die Kinder rauszuholen. Das hat was damit zu tun, dass die Schule in einer Art und Weise verrechtlicht worden ist, dass ein Lehrer, der sich mal durchsetzen will, der wirklich mal das Notentableau ausreizen will, Angst haben muss, vom Rechtsanwalt behelligt zu werden, ja, und durch die Instanzen geklagt zu werden. Ja. Das hat was damit zu tun, dass auch der Schulleiter sich nicht mehr traut, Disziplinen durchzusetzen. Also wir reden nicht davon, dass natürlich junge Menschen auch mal über die Stränge schlagen. Ich war auch ein wilder Junge, ja, in der Schule. Und ich hatte auch mal Lehrer, die aber genau wussten, zwischen Strenge und zwischen Milde einen guten Mittelweg zu finden und auch dem jungen Menschen einerseits Freiräume zu geben und andererseits da, wo es notwendig war, auch mal die Zügel anzuziehen und das Vertrauen in den Lehrer zu haben, ja, als jemand, der wirklich professionell damit unterwegs ist, zu bilden und zu erziehen. Das muss wiederhergestellt werden. Inklusion ist ein Riesenproblem für die Eltern, für die Lehrer. Ja. Eine völlige Überforderung für den Schulalltag, im Schulalltag. Inklusion ist ein Projekt, das kann in wenigen Schwerpunktschulen gelingen, wo eine optimale sachliche und räumliche und personelle Ausstattung da ist. Das muss man vielleicht mit einem Wort kurz erklären, weil nicht jeder ganz präsent hat, was die Inklusion genau meint. Ja, das meint die Mitbeschulung von geistig Behinderten, von körperlich behinderten Schülern. Im Regelschulalltag, ja. Genau. Und das funktioniert flächendeckend nicht, weil gar nicht genug Lernbegleiter da sind und weil auch Behinderungen bei Kindern eine Regelbeschulung unmöglich machen. Gerade bei Autisten ist es beispielsweise so. Ja? Unser Schulalltag ist sehr turbulent, sehr entgrenzt. Und gerade in diesem turbulenten, entgrenzten Schulalltag, der kaum noch Regeln kennt, werden dann diese autistischen Kinder mitbeschult, die aber, und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, ein extrem hohes Ruhebedürfnis haben. Ein extrem großes Bedürfnis haben, sich auch mal zurückzuziehen. Das ist in einer normalen Schule gar nicht möglich. Und dann kann Inklusion auch ganz schnell zur Exklusion führen. Also, das ist, wie gesagt, die Bildung ist eine Baustelle. Es wird lange, lange dauern, die zu schließen, weil es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und die Werte, das Wertefundament der Gesellschaft erst wieder neu aufgebaut werden muss, bevor dann auch eine Bildung wieder wirklich richtig gut funktionieren kann. Ja. Eine ausführliche Antwort war das. Sie haben das eine Reizwort schon genannt, die Inklusion. Darüber toben ja Ideologiekämpfe. Ein anderes, ich bin Berliner, deswegen ist das für mich immer noch ein wichtiger Punkt. Da sind ja auch die Migrantenquoten an Schulen und die fehlende Sprachkompetenz. Wir haben in Berlin Zustände an Schulen mit Ausländerquoten, die wirklich sprachlich nicht die Kompetenz haben, dem Unterricht zu folgen. Das wird von der Berliner Landesregierung weggelächelt oder als rechtsextremistisch verschrien, wenn man das angeht. Was kann da der richtige Weg sein? Braucht es Zugangsvoraussetzungen, damit Kinder überhaupt erst auf Schulen können? Oder ist das eine Frage von mehr Sprachlehrern? Ja, da sind wir wieder bei der Frage Ursache und Symptom. Horst Seehofer hatte ja mal einen wachen Moment, als er die Migration als Mutter aller Krisen bezeichnet hat. Also die Schulleistungstests, die wir in den letzten Jahren zur Kenntnis nehmen mussten, mit den desaströsen Ergebnissen in Thüringen, sind die mittlerweile genauso desaströs wie in Berlin. Das glaube ich. Also ich will Ihnen mal ein paar Zahlen liefern, lieber Dr. Brandenburg. 20% der Thüringer Grundschüler, vierte Klasse,
20% erreichen nicht das Niveau, das akzeptabel ist im Bereich des Lesens und der Mathematik. In der Rechtschreibung sind es 30% am Ende der vierten Klasse. Die dürften also gar nicht in die weiterführenden Schulen versetzt werden. Das sind Bereiche, gut, Berlin hat vielleicht noch ein bisschen die Nase vorne, aber das sind erschreckende Bereiche für ein Land wie Thüringen. Ja, ein Kulturland wie Thüringen. Und die Sprache, die gemeinsame Sprache ist das Fundament von Vermittlung von Lerninhalten in der Schule. Ohne gemeinsame Sprache geht es nicht. Geht es nicht, völlig ausgeschlossen. Und deswegen ist die Zurückdrängung der unkontrollierten Einwanderung das A und O auch für den Bildungserfolg unserer Kinder. Ja? Was man machen kann jetzt in dieser Problemlage, Vorschaltklassen. Also das ist auch was bei uns in der Programmatik drinsteht für die Landtagswahlen. Also wenn wir in die Regierung kommen, wird es Vorschaltklassen geben für Kinder, die kein Deutsch sprechen oder nur schlecht Deutsch sprechen, bis sie das Niveau erreicht haben, dass sie tatsächlich in Regelschulbereich, im Regelschulunterricht mitkommen können und dort nicht als Störgröße auftreten. Das muss so sein. Man muss das einfach dann erstmal trennen. Und wie gesagt, langfristig muss die Migration in den Griff gekriegt werden. Ja. Ich höre geradezu, wie in Berliner Bildungsministerien die Hütte gerade brennt, wenn Sie sowas hören. Da wird die Emotion hochkochen. Hier hinten hörte ich gerade vorhin einen Protest, als da vorne eine Frage stellte. Ich weiß nicht, wer das war. Ich möchte jetzt niemanden direkt anschauen. Oder es grummelte ein wenig, als die Dame fragte, wie denn Bildungspolitik betrieben werden sollte. Jetzt fühlt sich niemand angesprochen. Wenn man einmal nachfragt, dann haben die Leute schon Angst. Das war gar nicht so negativ gemeint. Widerspruch ist eindeutig erlaubt. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Gegenrede dazu, was die Machbarkeit angeht. Sie waren da ja recht ehrlich und haben gesagt, ja, das kann eben noch dauern. Aber ist das auch das, womit Sie insgeheim eigentlich rechnen müssen, dass es jetzt eben, auch Ihr Parteikollege Krah hat ja da eine negative Prognose gemacht, hat gesagt, es muss erstmal nochmal schlechter werden, bevor es dann wieder besser werden kann, weil noch einfach der Schmerz nicht groß genug ist, weil die Menschen eben doch noch in das Altbekannte flüchten und es dann noch nicht reicht. Ist das Szenario, mit dem Sie eigentlich rechnen? Also wir haben eine extrem fragile politische Lage in Deutschland und die Attacken auf unsere Spitzenkandidaten im EU-Wahlkampf, die Prozesse gegen mich, das Verbot von Compact, zeigt ja, dass beim Establishment auch die Nerven blank liegen. Das ist meine Interpretation. Und ich will mich jetzt gar nicht auf so eine Prozentzahl wirklich kaprizieren müssen. Ergebnis über 30% in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg oder vielleicht sogar von annähernd 35%. Das kann psychologisch dazu beitragen, dass der Deckel vom Topf fliegt, dass man einfach eine gesamtgesellschaftliche Debatte trotz der Kanalisierung des gesamtgesellschaftlichen Diskurses bekommt, dass es dann doch Stimmen gibt, die sagen, Leute, ihr könnt jetzt nicht mehr an der mit Abstand stärksten Kraft im Osten vorbeiregieren. Wo wollt ihr denn hinregieren? Ja, ins politische Nirvana. Ihr verliert immer mehr Menschen, wenn ihr versucht, jetzt doch noch ohne AfD irgendwas hinzubekommen. Und nochmal, ich bin auch bereit, wir sind bereit, über alle Möglichkeiten einer Integration der AfD zu reden. Ich bin da auch ganz bescheiden. Wie, ja. Sie reden mit anderen Parteien ohne Brandmauer? Moment mal. Naja, das sowieso. Nein, ich will damit sagen, man kann über alles reden, auch was Spezialistenkabinette angeht, was Tolerierungsmodelle angeht und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele Möglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie. Aber ich glaube, ab einem gewissen Prozentpunkt ist es nicht mehr möglich, eine Partei dauerhaft auszugrenzen, außer man versündigt und vergeht sich wirklich an der Demokratie und kann den Menschen das auch nicht mehr erklären. Davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, dann ist es vielleicht gar nicht relevant, ob man wirklich die absolute Mehrheit hat, solange es diese Brandmauer gibt, sondern es geht einfach darum, dann diese Debatte auch weiter zu katalysieren. Hatten wir vorhin ja schon. Also das ist schön, dass Sie diese Hoffnung haben. Ich frage mich, wie ihr das seht. Also die Frage ist ja, ist das wirklich so? Ist da noch genug Schamgefühl dann, politisches Schamgefühl bei denen da, dass sie sagen, na gut, jetzt dürfen wir sie nicht mehr ignorieren? Oder sind die doch in der Lage dazu? Ist eine Frau Faeser, eine Frau Baerbock, sind die in der Lage dazu, auch noch bei 89% zu sagen, nee, die gibt's gar nicht? Also das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Verraten Sie uns Ihren Namen? Ja, Daniel Matisek, hallo. Das war tatsächlich auch die Frage, die mir in den Sinn kam. Es ist ja letztlich nur möglich, kann man sagen, die AfD langfristig in der Regierungsverantwortung zu sehen, auf dem Weg einer absoluten Mehrheit. Wenn ich es richtig verstanden habe, das haben Sie auch selbst nicht in der Hand. Solange die anderen Parteien sich kategorisch verweigern, in diesem antidemokratischen, sagen wir mal, Habitus zu sagen, wir wollen nicht mit der AfD unter keinen Umständen zusammengehen, bleibt Ihnen ja, sind Sie zum Erfolg und sogar zur absoluten Mehrheit verdammt. Ihnen bleibt keine andere Wahl. Die andere Möglichkeit wäre, dass praktisch vorher doch eine Partei die Brandmauer sozusagen schleift und sich auf zumindest mal die Duldung einer Minderheitsregierung vielleicht einließe, was aber dann auch ihrerseits eine gewisse Koalitions- oder Kompromissbereitschaft voraussetzen würde. Und da möchte ich mal anschließen. Sie haben ja doch einige, sagen wir mal, relativ revolutionäre
Ideen, die momentan vom Mainstream überhaupt nicht geteilt werden. Zum Beispiel Kündigung des Medienstaatsvertrags. Das ist etwas, wo mit Sicherheit niemand mitgeht von den momentan etablierten Parteien. Wenn jetzt der Zustand einträte, dass zum Beispiel durch Unfähigkeit der übrigen Parteien ein Kartell gegen sie zu bilden, eine Minderheitsregierung AfD zustande käme, mit bestimmten Erwartungen an Sie, wo wären Sie denn bereit, an diesen radikalen Positionen, sage ich jetzt mal, Abstriche zu machen? Und wenn Sie bereit wären, zum Beispiel von Ihren Positionen, Medienstaatsvertrag, Kündigung oder Migrationspolitik, etwas zurückzunehmen, wo sehen Sie dann wiederum die Gefahr für die AfD, am Ende auch wieder so dazustehen als Mainstream-Partei, die dann doch umgefallen ist, Stichwort Melonisierung und so weiter? Das ist ja auch ein Risiko für Sie. Das wäre es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn er jetzt gleich schon verrät, was er am ehesten aufgeben wird. Das ist natürlich eine etwas ungünstige Herangehensweise. Ich würde als Zusatzfrage anschließen, was ist denn vielleicht das Wichtigste an den Grundsatzthemen, die Sie genannt haben, wo er sagt, das geht dann auf gar keinen Fall weg. Das bräuchte man, das ist ja vielleicht die etwas, sagen wir mal, nicht so ganz preisgebende Methode. Ja? Sie können aber auch die andere beantworten, natürlich. Das, ja, das war jetzt relativ. Wir sind gerade in so einem Bereich. Da sage ich auch ganz offen, wo man als Politiker überlegt, ob man ganz frei redet, wenn es um Taktik und Strategie geht. Nicht nur, weil man sich sicherlich auch das eine oder andere an taktischem Clou und strategischem Clou vielleicht noch in petto halten muss, um vielleicht auch mal den Überraschungseffekt, der in der Politik auch manchmal angesetzt werden muss und angebracht ist, zu haben und zu generieren. Wie tief darf man sich in die Karten gucken lassen? Aber Sie haben ein Kernproblem angesprochen, nämlich die Gratwanderung zwischen Taktik und Inhalt. Ich stehe ja nun wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der AfD für den Inhalt, für die unverrückbare Position. Das heißt aber nicht, dass ich im politischen Alltag nicht kompromissfähig wäre, wie die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten 2020 gezeigt hat. Ja? Da gab es viele in meiner Fraktion, die gesagt haben, wir wählen niemals diesen Mann zum Ministerpräsidenten, weil der hat das und das und das gesagt über die AfD und der hat das und das und das gemacht. Ist unwählbar für uns, der Mann. Und am Ende hatte ich die Fraktion dann doch im Ganzen dazu gebracht, dass er gewählt wird, weil das ein Schritt war, der dann letztlich zumindest dazu geführt hat, dass das Establishment sich ehrlich machen musste, indem Merkel die Wahl rückgängig gemacht hat. Ja, das war ja nun wirklich ein Tabubruch. Ja. Da ging das Schreddern des Rechtsstaates ja munter weiter nach der großen Grenzöffnung. So. Es gibt tatsächlich Kernbereiche, die wären für mich nicht verhandelbar. Also die sogenannte 180-Grad-Wende in der Einwanderungspolitik, weil das letztlich die Existenzfrage unseres Volkes und unserer Kultur stellt. Also noch mehr Einwanderung, gerade aus europäischen Kulturen, aus islamisch geprägten Kulturen, gefährdet alles das, was wir wertschätzen. Vor allen Dingen das, was wir als Freiheitsrechte erleben oder erleben wollen, auch wenn sie im Augenblick nicht mehr in Kraft sind, stellenweise. Ja. Das sind Sachen, die sind für mich letztlich nicht verhandelbar. Da muss es eine wirkliche Wende geben, einen wirklichen Umbruch geben. Bei den Medienstaatsverträgen bin ich fast auch der Meinung, dass das ein Kernbestandteil sein müsste, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein großes Manipulationsinstrument, das systematisch eingesetzt wird, um Opposition in Deutschland mies und lächerlich zu machen und die Wahlchancen von Opposition, also wirkliche Opposition, nicht Scheinopposition, zu minimieren. Und ich glaube, wenn wir wirklich freie Medien haben, wenn wir wirklich eine Medienlandschaft haben, die mehr das berichtet, was ist, als Propaganda zu betreiben, dann haben wir auch eine wirkliche Chance auf eine politische Erneuerung, weil das Ganze ja immer mit dem Bewusstseinswerdungsprozess verbunden ist und ein Bewusstseinswerdungsprozess muss der politischen Veränderung ja auch vorangehen. Also das wären meine zwei Kernbereiche, also die Kündigung der Medienstaatsverträge und die Asyl- bzw. Einwanderungspolitik. Ja. Wir wollen zur vollen Ehrlichkeit dazu sagen, wir sind freimediale Kollegen, also als Journalist darf man auch Fragen stellen, aber insofern innerlich habe ich applaudiert dabei, ganz egal welcher Politiker es gesagt hätte, ich hätte dem zugestimmt. Was sind denn eure bestimmenden Themen? Ist das Migration? Ist das Bildung? Ist das Medienstaatsvertrag, also oder die öffentlich-rechtliche Abschaffung? Was ist denn für euch und für Sie, die ihr hier seid, das Richtige? Wer sieht denn da die Migration an erster Stelle? Vielleicht einfach per Handzeichen, wenn ich fragen darf. Wer meint denn, ja, das Beherrschende, das Erste ist die Migration? Das sind noch vergleichsweise wenige, okay. Ja, würde ich mal sagen, jetzt rund ein Drittel, ein Viertel vielleicht. Entschuldigung. Ganz ernstes Thema ist das. Ja, ganz ernstes Thema. Entschuldigung. Ja, es kann nicht so weitergehen. Also man sieht es ja, heute bin ich mit dem Zug hier angereist und ich habe mich
als Ausländer gefühlt, weil nur noch andere Nationalitäten um mich rum waren. Wo ich gegangen und gestanden habe, ich komme aus Hannover und habe diese Veranstaltung gerne, besuche diese Veranstaltung gerne und war erschrocken und, um nicht zu sagen, schockiert. Das kann doch so nicht weitergehen. Und die Grenzen sind offen und es strömen immer mehr andere Nationalitäten hier rein, die eigentlich nur alimentiert werden in erster Linie oder zum großen Teil, behaupte ich einfach. Und ich denke, das ist die Wahrheit, mehr oder weniger. Und da passiert so viel. Man ist als deutscher Bürger nicht mehr das, was man sein möchte, weil Zugereiste, denen wird eine größere Wertschätzung angedacht als mir selber. Das ist meine Gefühlslage. Darf ich Sie noch nach Ihrem Namen dazu fragen? Sagen Sie, Sie kommen aus Hannover? Ja. Uhlenberg-Roland. Herr Roland, ja. Roland, jetzt haben Sie es in Hannover so erlebt oder als Sie dann hier ankamen, tief im Osten? In Hannover ist es ähnlich, aber hier war es erschreckend. Wie gesagt, die Fahrt hierher werde ich nie vergessen. Ich habe noch so schlimme Zeit. Das ist schockierend, wirklich. Ja, es ist ja nur ein Defizit. Also wie gesagt, ich habe nichts. Ich verreise gerne in fremde Länder. Ich habe auch nichts gegen andere Nationalitäten. Aber damit die um hier die Leute zu alimentieren und ihnen ein Leben zu finanzieren, und das ist ja oft so. Das sehe ich nicht ein. Und ich glaube nicht, dass die deutsche Gesellschaft oder überhaupt die Deutschen das so auf Dauer gewährleisten können. Da gibt es ja dieses tolle Wort Umvolkung. Und das ist mir heute immer wieder bewusst geworden irgendwo. Danke für die Aussage. Roland schiebt gleich den Disclaimer hinterher. Ja, man sagt gleich, ich bin ja kein Feind, aber. Da fühlt man sich scheinbar zu genötigt. Das hört man immer wieder. Man fühlt sich zu genötigt, um eben falsche Gedanken richtig zu rücken oder sowas. Ne? Es war gar keine Kritik, es war eine Feststellung. Hört man immer wieder, wenn das Thema angesprochen wird, dann kommt erstmal eine lange Distanzierungslitanei. Wie sehen Sie das, das übrige Publikum? Ist das ein Thema, wo Sie sich trauen, Ihre Meinung zu sagen? Haben Sie das Gefühl, dass man ganz normal darüber sprechen können? Ja. Können wir das? Können wir nicht. Roland sagt klar nein. Sagt noch jemand anders? Nein, kann ich nicht drüber frei reden? Muss ich aufpassen? Nein, niemand. Doch, da drüben meldet sich jemand. Ich interpretiere das als vorsichtige Handzeichen. Habe ich richtig gesehen, hervorragend. So, verraten Sie uns Ihren Namen. Hoppala. Hallo, Herr Brandenburg, Ehrenreich mein Name. Es ist tatsächlich so, dass man eben aufpassen muss, wo man was sagt, ja, in welchem Kontext, in welchem beruflichen Umfeld man sich auch bewegt. Wem sage ich das? Ihnen, wie es zu Corona-Zeiten war, gerade wenn Sie im medizinischen Bereich unterwegs waren. Und ich kenne das. Ständig von Umvolkung und kriege danach Drogen. Genau. Ich kenne das. Ich war zum Ende 16 Jahre und ich war mit 1989 mit auf der Straße. Und wir mussten auch überlegen, was wir wo gesagt haben. Und mittlerweile kriege ich in meinem Umfeld immer mehr mit, wie wieder Leute sagen, oh, leise, kannst dich ja nicht so. Und das ist leider ein sehr erschreckender Zustand mittlerweile. Okay. Ja, danke, großen Applaus dafür. Okay. Ich meinte, eine Wortmeldung vernommen zu haben. Jemand? Nein, nicht? Ja, also zwei Stimmen, die das eindeutig sagen. Hörke, wie ist das mit dem Begriff Umvolkung? Es wird immer wieder in den Raum geworfen, es wird der Bundesregierung unterstellt. Nun können wir alle nicht in die Köpfe gucken, dieser Politiker dort. Was ist die treibt nach Ihrer Ansicht, was ist die treibende Kraft dahinter? Was ist der Plan hinter dieser massenhaften Einwanderung? Was ist die ideologische, vielleicht die gesellschaftspolitische Vision, die dahinter stehen muss? Man fragt sich das ja schon. Dass massenweise auch zu viel kommt, das wird niemand mehr bestreiten. Das ist eine objektive Tatsache. Was ist aus Ihrer Sicht der Plan des politischen Gegners dabei? Ich will vielleicht ganz kurz noch die Einschränkung der Meinungsfreiheit mit Zahlen belegen. Also das ist auch ein Ergebnis, das das Institut Allensbach Ende letzten Jahres geliefert hat. Also 60% der Deutschen haben nicht mehr das Gefühl, dass man in Deutschland seine Meinung frei sagen kann. 60% und im Bereich der kontaminierten Themen, Islam, Einwanderung und Patriotismus sind sogar 75%. Also die Meinung trügt nicht, sondern es ist tatsächlich so. Ja, und wenn man sich vor Augen hält, dass die Meinungsfreiheit das zentrale Recht in einer Demokratie ist, ohne dass Demokratie gar nicht gedacht werden kann, dann weiß man, wie bedroht die Demokratie in diesem Lande ist. Ja. Zum Begriff der Umvolkung.
kann man vielleicht Folgendes sagen. Ich habe da ein aktuelles Beispiel für. Wir haben Ende Juni in Erfurt die Landung eines Flugzeugs erlebt. Das kam aus Nairobi. Und dort waren 154 afrikanische Migranten an Bord aus dem Kongo, aus Tansania, aus Somalia und so weiter. Und diese Migranten, die wurden also direkt nach Deutschland, nach Thüringen eingeflogen. Die haben hier sofort einen Aufenthaltstitel und können, wenn es gut läuft, nach der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts sogar in 3 Jahren schon Deutsche werden. Und dieser Flug folgt den Vereinbarungen des sogenannten UN-Migrationspaktes, der ja die Umsiedlung, die planmäßige Umsiedlung, Resettlement und Replacement von Migranten nach Europa vorsieht. Das ist damals von der CDU ausgehandelt worden, also von Merkel und Co., von der CDU geführten Bundesregierung. Daran erkennt man auch, dass die CDU Teil des Problems ist, auch wenn sie hier im Osten gerade wieder ihre Backen aufbläst und rechts blinkt. Und an dieser planmäßigen Umsiedlung erkennt man tatsächlich, dass das Ganze eine Strategie ist. Ja, man erkennt, dass Europa stellenweise ein demografisches Problem hat, nicht nur stellenweise, sondern flächendeckend. Da gibt es Technokraten, die erkennen, da gibt es Lücken, die müssen gefüllt werden, vielleicht aus marktwirtschaftlichen Gründen heraus. Dann eine alternde Bevölkerung hat natürlich auch nicht mehr die Nachfrage wie eine junge Bevölkerung. Also das sind Technokraten am Werk, die vielleicht aus den Gründen sagen, na gut, in Afrika gibt es jetzt 500 Millionen zu viel, die werden wir mal perspektivisch so nach Europa leiten, weil da gibt es perspektivisch ein paar hundert Millionen zu wenig. So. Natürlich muss man darüber spekulieren und darüber nachdenken, dass diese Migration auch betrieben wird, um die europäischen Nationen zu eliminieren, kulturell zu transformieren. Und für mich ist die EU nichts anderes als eine Globalisierungsagentur, die genau diesen Auftrag hat, diesen sehr heterogenen europäischen Großraum, diesen kulturell sehr vielfältigen europäischen Großraum zu zentralisieren, gleichzuschalten, letztlich zu so einer Art Verwaltungseinheit umzugestalten, der dann als Vorläufer einer Weltregierung letztlich eine Art Probelauf darstellt. Und so kommt es im Augenblick vor. Das ist ja auch offizielles UNO-Programm, das muss man dazu sagen. Richtig, das ist offiziell. Also das Umvolkung darf man ja nicht sagen, weil man sonst vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Aber zu spät. Also ich distanziere mich, um Gottes Willen. Ich spreche nur von Replacement und Resettlement Migration. Also er hat ein Verfassungsschutzagent gerade gesagt, er steht auch dazu dahin. Ja. Ja, es ist verrückt. Aber sicherlich geht es darum, hier eine Art Globalisierungsagenda durchzuziehen, den Menschen ihre Identität zu nehmen und sie letztlich aller Wurzeln zu entledigen, damit man sie im Rahmen einer neu geordneten Weltgesellschaft im Sinne einer gearteten ökonomischen Ausbeutung dann als Arbeitsnomaden dahin und dorthin schicken kann. Das ist jetzt mal im Grobstil. Das ist offiziell Programm, also ja. Das aktuelle UNO-Programm sieht das so vor, dass die Grenzen, so formuliert es die UNO, die Limitationen der nationalen Demokratie überwunden werden sollen, damit transnationale Expertenkommissionen das besser regeln können. Also ja. Die verklausulieren das kaum noch. Das entspringt jetzt nicht der AfD-Wahlkampfkommission. Ja. Ja, das ist so. Also sind wir uns einig, dass es das gibt. Die UNO schreibt es, ja, da müssen wir uns gar nicht einig sein. Das steht so im Netz, kann jeder nachlesen, ja. Ja. Wie teilen Sie das? Gibt es ein anderes Thema, wo Sie sagen, da kann ich jetzt nicht so offen reden? 2 haben sich ja jetzt getraut und haben gesagt, ja, also Migration, so ist das. Das Gefühl habe ich auch. Komm, ich eile zu Ihnen. Verraten Sie uns Ihren Namen? Ja, Schindler ist mein Name. Mich treiben 2 Sachen um. Einmal ist das die Kriegstreiberei der jetzigen Regierung. Das andere sind mehr ökonomische Fragen. Ich bin noch seit über 30 Jahren im ökonomischen Bereich tätig. Mir fällt eine Zahl ein. 2014 hatte Deutschland, Bund, Länder und Gemeinden ca. 500 Milliarden Steuereinnahmen. Mittlerweile ist es 1 Billion. Die Billion reicht nicht, um im Prinzip einen vernünftigen Haushalt aufzustellen. Gleichzeitig pumpen wir unendliche Mengen an Geld in einen völlig idiotischen Krieg, über den ich jetzt nicht weiter äußern will. Wie steht denn die AfD zu dem Thema? Einmal, dass die Leute wahrscheinlich, die hier sind, während die meisten arbeiten, 50% dessen, was wir im Prinzip erwirtschaften, geht über Steuern und Sozialabgaben weg und wird von Politikern aller Couleur umverteilt. So ist mir das bekannt. Wie steht denn die AfD zu dem Thema einmal Krieg und Frieden? Ukraine, also nach dem, was ich höre von den Spitzenkandidaten, suchen sie im Prinzip ja einen Friedensschluss,
zwischen den Kriegsparteien, insbesondere hier in Europa. Und das andere ist, wie stehen Sie zu dem Thema Belastung der deutschen Bürger mit Steuern und Sozialabgaben? Wir sind nach OECD-Angaben im Moment, glaube ich, das zweitstärkst belastete Volk. Danke. Vielen Dank. Jetzt zwei abendfüllende Themen, Herr Höcke, eigentlich. Die Gretchenfrage hat eins, wie halten Sie es mit dem Krieg? Der Krieg muss sofort beendet werden. Und ich halte die AfD... Ich halte die AfD tatsächlich für die einzige authentische Friedenspartei, die diese Position auch willens und in der Lage ist, durchzuhalten. Beim BSW, das ja auch das Thema durchaus Frieden ventiliert, glaube ich, dass die, wenn die in eine Koalition gehen mit einer der Parteien oder mehreren der Parteien, die letztlich auch sich der Kriegstreiberei schuldig machen, dass die auch ganz schnell sich dann auf den Kurs des Mainstream begeben werden. Die Kriegsgefahr war seit der Kuba-Krise nicht mehr so groß, vielleicht sogar größer als seit der Kuba-Krise. Jetzt habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass wenn Trump tatsächlich die Wahl gewinnt, dass er den Frieden bringt. Das hat er ja angekündigt. Ich hoffe, dass er es dann auch durchsetzt. Er hat die Macht, das durchzusetzen. Auch zum Thema Krieg und Frieden in der Ukraine darf ich mich nicht so äußern, wie ich das vielleicht will. Ich habe ja gerade schon vor wenigen Tagen meine 9. Immunitätsaufhebung bekommen, und zwar wegen einer Rede, die ich 2022 gehalten habe zum Tag der Deutschen Einheit. Da habe ich mich sehr intensiv auch mit diesem Krieg auseinandergesetzt, auch mit den Ursachen dieses Krieges. Niemals ein Schwarz-Weiß-Bild zeichnend, sondern das ist mir als Historiker auch durchaus wichtig, immer deutlich machen, dass auch die Ursachen von Kriegen immer in einem Grau abgestuften Gemälde gezeichnet werden müssen. Aber die Staatsanwaltschaft in Gera ermittelt jetzt wegen, ich weiß gar nicht, wie der neue Absatz in der einschlägigen Strafgesetznorm heißt, Verharmlosung eines Angriffskrieges. Das ist ein Passus, den man ins Strafgesetzbuch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eingefügt hat, um damit letztlich auch Oppositionspolitikern, die vielleicht auch mal einen Grauton malen wollen, mundtot zu machen. Also es ist völlig absurd, aber das nur so en passant. Für mich ist dieser Krieg drei Ebenen, um das mal ganz plakativ darzustellen. Also natürlich ist es in erster Linie oder auf den ersten Blick ein Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine, und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, und sicherlich ist das Ganze formal auch völkerrechtswidrig. Die zweite Ebene ist der Stellvertreterkrieg der USA gegen die Russische Föderation. Und die dritte Ebene ist der Wirtschaftskrieg, den die USA gegen Europa führen. Das sind vielleicht die drei Ebenen, die man auf diesen Konflikt draufsetzen muss oder mit denen man diesen Konflikt argumentativ und analytisch untersetzen muss. Ich glaube nicht, dass es in der Ukraine um Demokratie und Menschenrechte geht. Das hat ja Egon Bahr, der große alte Mann der SPD, mal vor einer Schulklasse 2013 deutlich gemacht, als er den Schülern sagte, glauben Sie nichts von dem, was Ihre Lehrer Ihnen zum Thema Krieg und Frieden mit auf den Weg geben oder was in Ihren Schulbüchern steht. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Die Kriege werden nur für Geld- und Machtinteressen geführt. Und ja, ich glaube, dass das ukrainische Lithium, dass das ukrainische Titanium, dass das ukrainische Eisenerz, dass die 20 Millionen Hektar ukrainische Schwarzerde ein ganz wichtiges Argument sind, um diesen Krieg zu führen. Und das ist das, was unerträglich ist, dass für des schnöden Mammons wegen mittlerweile Hunderttausende junge Russen und Ukrainer verbrannt, zerstückelt, zerfetzt, traumatisiert worden sind, die nie wieder ein normales Leben leben können, beziehungsweise tot sind, die niemals eine Familie gründen können. Das ist etwas, was gerade mir als vierfachen Familienvater, der sich eine gute Zukunft für die eigenen Kinder wünscht, eine erfüllte Zukunft, ein erfülltes Leben, fast oder schier das Herz brechen lässt. Ich möchte das deutlich so sagen. Ja, und es ist mir völlig egal, ob das ein Ukrainer ist, der an der Front fällt, oder ein Russe, der an der Front fällt. Dieser Krieg war unnötig wie ein Kropf. Dieser Krieg hätte schon
im April, Ende März 2022 beendet werden können. Davon bin ich überzeugt. Der Westen, der kollektive Westen wollte das nicht. Da gibt es auch Zeugen, die das belegen. Es gibt ja viele Mainstream, die sagen, ja, das stimmt gar nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie, dass er hätte beendet werden können. Aber wenn man sich die Vorgeschichte dieses Krieges anschaut, der Maidan-Putsch, dann das Zurückdrängen des russischen Einflusses aus der Ukraine, also auch was immer gerne gemacht wird, dass man die gesellschaftliche Stimmung in einem Land durch subversive Tätigkeit wendet, um dann letztlich eine Gegnerschaft zum Nachbarland zu produzieren. Das ist in der Ukraine ja auch durchgeführt worden, wie das ja die Victoria Nuland frank und frei auch mal zugegeben hat. Also da ist schon wirklich gewühlt worden und man hat dort eine demokratisch gewählte Regierung letztlich weggeputscht. Und selbst danach ist man da nicht zur Einsicht gekommen. Man hätte vielleicht auf Henry Kissinger hören sollen, der 2014 gesagt hat, die Ukraine muss ein neutraler Staat zwischen Ost und West bleiben, sonst kriegen wir hier keine Ruhe rein. Und das ist das, was letztlich die Zielvorstellung ist, die ich persönlich habe. Die Ukraine muss Brückenland zwischen Ost und West sein. Sie muss ein neutraler Staat zwischen Ost und West sein. Vielleicht kann man für die Ukraine so eine Art Schweizer Modell fahren. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber das wäre vielleicht die beste Lösung. Ja. Die zweite Frage an den Anschluss war ja die nach dem Geld, nach der Frage der Finanzierung. Und ich erlaube mir, das mal etwas weiter zu deuten. Die AfD fordert ja aktuell in ihrem Programm die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist ja dann zufälligerweise auch das, was Herr Pistorius gerne hätte und seine Generäle. Wie beurteilen Sie diese Remilitarisierung, die da ja gerade ganz eindeutig stattfindet und die Regierungslinie ist? Also Wehrpflicht ja, mehr Geld für die Bundeswehr vor dem Hintergrund Krieg oder nein? Also ich bin selbst jemand, der Wehrdienst geleistet hat und der Wehrdienst kann, wenn er gut organisiert ist, tatsächlich auch für einen jungen Mann so ein bisschen so eine Art Schule der Nation sein, hat man früher gesagt. Ja, kann durchaus auch eine Gemeinschaftsorientierung aufsetzen, die viele junge Leute heute gar nicht mehr haben durch die Zeitläufe. Ich muss das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Und ich bin da auch klassisch in dem Sinne unterwegs, wie Gneisenau es war Scharnhorst, der gesagt hat, dass jeder Staatsbürger eigentlich auch der geborene Verteidiger des Staates sein sollte. Ja, also ich bin schon jemand, der für die Wehrpflicht ist. Aber der Zeitpunkt der Wiedereinführung der Wehrpflicht ist natürlich eine einzige Zumutung beziehungsweise ist verwerflich. Weil es ja nur darum geht, unsere jungen Männer, und wir haben ja nur noch wenige, kriegsfit zu machen für einen Krieg, der nicht unserer ist. Ja, und sie dann an einer Front zerschießen zu lassen, die nicht unsere ist und in einen Krieg, der wie gesagt nicht um hehre Ziele sich dreht, sondern um triviale Zielsetzungen, machtpolitische Zielsetzungen sich dreht. Ja. Und deswegen lehne ich die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu diesem Zeitpunkt ab. Von der unerträglichen Kriegstreiberei von Pistorius, also überhaupt diese ganze Begrifflichkeit. Wir sind ja immer bei kontaminierten Begrifflichkeiten, ja, und uns werden ja immer Begrifflichkeiten unter die Nase gerieben oder um die Ohren gehauen von den Mainstream-Medien und von den Kartellparteienpolitikern, die angeblich nicht gehen. Oder man glaubt, darin irgendwas zu sehen, was nicht geht und böse Absichten darin wiederzufinden, die dann irgendwann in die Praxis umgesetzt werden. Aber was wir hier mittlerweile für ein Vokabular haben durch die Allparteien, Politiker in die Öffentlichkeit gesetzt. Ja, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Also wenn ich so einen Blödsinn höre, wir müssen verteidigungsfähig sein. Ja, das müssen wir und das will ich auch, dass Deutschland das ist. Ja, aber wir müssen nicht kriegsfähig werden. Ja. Also wenn es eine Lehre aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts für Deutschland gibt, dann nie wieder Krieg. Und das ist meine feste Überzeugung. Es muss alles getan werden, um einen neuen Krieg zu verhindern. Und was die Fragen nach den Steuern und Abgaben angeht, Sie haben völlig recht, die Abgaben- und Steuerlast ist unerträglich hoch in Deutschland. Unerträglich hoch, das hat was damit zu tun, dass man Sozialstaatsleistungen ohne Augenmaß aufgebläht hat, dass man Sozialstaatsleistungen an jeden ausschüttet, der irgendwie über die Grenze stolpert. Allein die Kosten für die Einwanderung belaufen sich auf 50 Milliarden Euro im Jahr. Das ist eine Größe, 50 Milliarden Euro für illegale Migration. Von den Polizeieinsätzen, die gar nicht jetzt quantifiziert werden können, mal ganz zu schweigen, oder Krankenwagenfahrten, die nicht notwendig sein müssten, wenn es diese Einwanderung nicht gäbe, oder die Belegung von Krankenhausbetten und so weiter. Davon mal ganz zu schweigen. 50 Milliarden nur für die normalen Leistungen und für den Wohnraum, der zur Verfügung gestellt werden muss.
Die Rentenkasse umschlägt 350 Milliarden im Jahr. 350 Milliarden. Man könnte mit diesen 50 Milliarden Euro, könnte man das Rentenniveau in Deutschland, und wir haben eines der niedrigsten Rentenniveaus in ganz Europa, könnte man von heute auf morgen um 15% ansteigen lassen. Das wäre eine Politik, die ich noch nachvollziehbar vollziehen könnte im Bereich des Sozialstaates. Ja, aber nicht das Geld auszuschütten, das hier verdient worden ist an Menschen, die keinen Beitrag zu diesem Sozialstaat geleistet haben. Ansonsten ist der Staatsapparat aufgebläht in unerträglicher Art und Weise. Ich bin kein Feind des Staates, das habe ich im Gespräch, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Es muss staatliche Institutionen geben, weil die auch entlasten. Es muss eine staatliche Ordnung geben, die auch vorgehalten werden muss. Aber der Staat muss sich auf Kernbereiche konzentrieren, der Daseinsvorsorge. Ja, das heißt vor allen Dingen die Gewährleistung der inneren Sicherheit, die Gewährleistung der Verteidigungsfähigkeit, Infrastrukturprojekte und so weiter. Das sind staatliche Aufgaben, die müssen vorgehalten werden. Und das Geld ist da. Nur es wird für unsinnige Ideologieprojekte ausgegeben. Wie gesagt, 50 Milliarden für illegale Einwanderung, 60 Milliarden für Entwicklungshilfe. Also die legendären Radwege in Peru sind ja nur die Spitze des Eisberges. Ja. Wir haben seit 2002 fast 250 Milliarden Euro netto an die EU bezahlt. Der Krieg in der Ukraine hat uns mittlerweile volkswirtschaftlich schon 230 Milliarden Euro gekostet. Die Energiewende kostet uns jedes Jahr 30 Milliarden. Summieren Sie diese Summe auf. Die Deutschen, das sage ich mal in Richtung von Herrn Brandenburg, der jetzt leider in die Schweiz temporär übersiedeln musste, war auch gerade ein paar Tage in der Schweiz und habe gesehen, wie dort das Gehaltsgefüge ist, natürlich auch das Preisgefüge ist, aber wie sauber und ordentlich dieses Land immer noch ist. Also Deutschland wie vor 40 Jahren, kann man sagen. Die Deutschen, die heute ein Durchschnittseinkommen von 40.000 Euro brutto im Jahr haben, die könnten, wenn gut gewirtschaftet wird, das Durchschnittseinkommen eines Schweizers haben, denn die Schweizer sind ja keine anderen Menschen als wir, und das beläuft sich auf 80.000 Euro brutto im Jahr. Ja, aber Deutschland ist Beuteland. Deutschland ist die Weihnachtsgans, die ausgenommen wird seit vielen Jahrzehnten, und das Geld wird eben nicht für deutsche Interessen eingesetzt. Also, Abgaben und Steuern könnten wesentlich runtergedrückt werden. CO2-Bepreisungen, so ein Blödsinn, brauchen wir gar nicht. Ja, das sind Luftsteuern. Also, ja, da müssen wir ran. Viele Baustellen. Ein Stichwort, wenn wir beim Geld sind, ist ja auch diese Diskussion um den digitalen Euro und die Frage, was Bargeld an Stellenwert noch haben soll. Nun hat sich Donald Trump gerade festgelegt, er hat vor kurzem ja gesagt, das war glaube ich kurz vor dem Attentat dann auf ihn, dass er, Zitat, sinngemäß, ich glaube es nicht ganz so blumiger Sprache wie Donald Trump, dass sich die Zentralbankchefin und ihre Spießgesellen dort gehackt legen können. Er würde dafür sorgen, dass das Recht auf eine unabhängige Kryptowährung bleibt und auch das Recht auf Bargeld. Wie wichtig sind das oder unwichtig ist das, Bargeld und jetzt vielleicht digitales Zentralbankgeld versus freies Zentralbankgeld? Absolut bedeutsam. Und ich hoffe, dass Trump das auch durchhält. Ich hoffe, dass er die Fehler der ersten Amtszeit nicht wiederholt und jetzt wirklich im guten Sinne durchgreift. Ich halte ihn für einen klassischen liberalen alten Schlags, die wichtig sind. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Und wir sind ja in einem Zustand mittlerweile in Deutschland, mit einem Überwachungsgrad, der mittlerweile einem Überwachungsstaat entspricht. Wir sind gläsern als Bürger. Ja, wer immer nur mit Karte bezahlt, der zieht eine digitale Spur und ist jederzeit zurückverfolgbar. Das wissen die meisten gar nicht, die unbekümmert überall nur mit Karte bezahlen. In Skandinavien ist der Prozess schon weiter fortgeschritten, aber in Deutschland verstetigt sich langsam dieser Prozess auch. Ich kann nur jedem empfehlen, die Freiheit zu nutzen, mit Bargeld zu bezahlen und möglichst oft mit Bargeld zu bezahlen, weil... Wenn es wirklich nur noch digitalisiertes Bargeld, Zentralbargeld, Bankbargeld gibt, dann bedeutet das letztlich auch die völlige Kontrolle der Opposition von Geldströmen, auch von führenden Oppositionspolitikern. Geld kann dann ohne große Argumente zugeteilt werden oder entzogen werden. Das hat Nancy Faeser ebenfalls schon angekündigt. Sie hat ja adjutiert von ihrem Herrn Haldenwang, von ihrem Neo-Stasi-Chef, tatsächlich erklärt, man werde jetzt an die Spender solcher als extremistisch eingestuften Organisationen gehen. Das heißt, wer dann die AfD finanziell unterstützt oder freie Medien wie diese, was man gerne auf Apolut.net beispielsweise tun kann, der wäre dann auch ganz faktisch dieser Kontrolle ausgesetzt, die Sie gerade erwähnt haben.
Genau, es ist ja Teil dieses legendären 13-Punkte-Plans von Faeser und Haldenwang. Und das ist schon etwas, was am Horizont erkennbar ist, diese digitale Diktatur. Und die müssen wir wirklich verhindern. Das ist etwas, was hochgefährlich ist, was einen Zustand der Unfreiheit besiegeln würde, aus dem wir ganz, ganz lange nicht herauskämen. Ein klares Statement. Die nächste Frage. Ich darf dich auch bitten, deinen Namen vielleicht kurz noch zu verraten. Ja, Michael Schultheis, vielen Dank. Auch danke für das offene Gespräch, Höcke. Ich hätte eine Frage, und zwar, das, was wir hier diskutieren, ist zwar Landesebene und es ist Bundesebene, aber wir sehen ja viele Tendenzen, die eigentlich zu globalen Missständen führen, also globale Tendenzen, ob das jetzt das bargeldlose Zahlen ist, Central Bank Digital Cash, wir sehen das von Australien über Neuseeland. In diesem Kontext würde mich interessieren, wie sehen Sie da die Zusammenarbeit der G7, G20 und dann eben auch des World Economic Forums? Weil wir kommen ja irgendwo zusammen in der Pyramide, von wo aus auch immer bestimmte Regeln vorgegeben werden. Bei der Pandemie war es so, dass alle gleich reagiert haben, außer Schweden vielleicht, aber dass da doch zu erkennen war, dass das irgendwo zentral vorgegeben wird, dass alle zur gleichen Zeit auf die gleiche Idee kamen. Wie sehen Sie das? Es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die vor allen Dingen eine demokratiegefährdende Entwicklung ist. Man stellt sich ja die Frage, wie fremdbestimmt sind die wichtigen Länder in Europa? Also Deutschland ist ein zentrales Land in Europa und die Kräfte, die Sie gerade angesprochen haben, haben natürlich wach mit Argusaugen auf ihrem Einfluss und über ihren Einfluss, gerade in diesem entscheidenden Land in Europa, also in Deutschland. Der bekannte Globalismuskritiker Ernst Wolf hat ja mal in einer Rede vor einigen Jahren, ich glaube, es war sogar im Rahmen einer Corona-Demonstration, mal die richtige Einsicht noch mal ins Bewusstsein gerufen, dass Geld zu haben, gleichzusetzen ist mit Macht zu haben. Das war immer so in der Geschichte. Ja. Und in der Gegenwart ist es so, dass noch niemals zuvor so wenige Menschen über so viel Geld verfügten wie heute und damit noch niemals so wenige Menschen über so viel Macht verfügten wie heute. Also diese Konzentrationsprozesse im Bereich des Geldes, das dann bedeutet, Macht zu haben, und der Wunsch wahrscheinlich, berauscht durch die Droge Macht. Ich stelle mir das immer so vor, dass so superreiche Menschen, dass denen vielleicht irgendwie langweilig ist und dass die dann auf spinnerte Ideen kommen. Und die Macht ist eine sehr starke Droge, ist vielleicht sogar die stärkste Droge, die der Mensch kennt. Also im Herr der Ringe wird das wunderbar filmisch umgesetzt. Die führt dazu, dass solche Leute versuchen, über informelle Strukturen Einfluss zu gewinnen und Politik zu machen. Also nicht demokratisch legitimierte Prozesse, nicht demokratisch legitimierte Institutionen, sondern an diesen Prozessen und Institutionen vorbei. Und wenn das Ganze sich dann global konzentriert, das ist dann wirklich gefährlich. Und diese Konzentrationsprozesse sehe ich. Der WHO-Pandemie-Vertrag ist so ein Prozess oder so ein Produkt eines Nachdenkens, wie man diese Global Governments aufsetzen kann, wie man die Fäden an wichtigen Schaltstellen zusammenlaufen kann, die dann letztlich von wenigen Menschen nur kontrolliert werden. Ne? Die WHO ist stark unter dem Einfluss von Bill Gates beispielsweise, das dürfte bekannt sein. Und genau diese Tendenz gibt es und diese Tendenz ist extrem demokratiegefährdend und stellt eine extrem große Totalitarismusgefahr dar. Also raus aus dem WEF. Es gibt ja amerikanische Bundesstaaten, die haben schon beschlossen, dass WEF-Beschlüsse auf ihrem Gebiet keine Geltung haben dürfen. Das ist, glaube ich, Louisiana, oder das ist kein Bundesstaat. Tennessee hat das beschlossen. Louisiana ist auch ein Bundesstaat. Entschuldigung. Ja. Ist sowas auch vorstellbar? Ja. Also das ist jetzt nicht AfD-Programmatik, das muss ich deutlich machen. Aber wir denken natürlich auch jenseits der Programmatik nach über das, was auf uns zukommen kann und was gehauen und gestochen ist. WEF, Weltbank, WHO und so weiter. Diese ganzen globalistischen Institutionen sind hochgefährlich. Entweder werden sie demokratisiert, aber wirklich demokratisiert, wobei ich mich frage, ob das wirklich möglich ist, oder man muss als Land und als Volk und als Nation mit dem Anspruch, wirklich volkssouverän zu sein, aus diesen supranationalen Organisationen austreten. Das ist so. Ja,
Ja, ich denke, da gibt es an der Klarheit nichts zu rütteln. Das waren eindeutige Aussagen. Wir haben ihn gegrillt über jetzt 2 Stunden lang. Ich danke sehr herzlich dafür. Ich danke Ihnen und euch dafür, dass ihr das gemacht habt. Es ist nicht selbstverständlich und es ist tatsächlich eine Sache, zu der man sich überwinden muss. Das habe ich im Vorfeld von vielen gehört. Auch hier zum Beispiel auf Apolut einfach mitzudiskutieren und sich möglichen Anfeindungen dafür auszusetzen, dass man kritisch mit einem Politiker diskutiert, der Millionen von Wählerstimmen repräsentiert. Ich freue mich, dass Sie und ihr das hier gemacht haben. Ich sage ganz herzlichen Dank an die Zuschauer von Apolut. Denkt dran, freie Medien vertreten letztlich auch nur die Interessen derer, die sie freiwillig bezahlen. Seid so gut und finanziert auch Apolut mit und schaltet beim nächsten Mal vor allem wieder ein. Ganz herzlichen Dank, Björn Höcke, und ganz herzlichen Dank euch. Dankeschön. Darauf können Sie sich verlassen. Dankeschön. Können wir uns noch vielen, 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 vielen Dank. War sehr gut. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und ein großartiges Dankeschön. Ein großartiges Dankeschön natürlich auch an den Wirt des Braukellers, denn ihr könnt euch tatsächlich nicht vorstellen, was für ein Spießrutenlaufen das ist, für so eine Veranstaltung einen Platz zu finden. Also Kaufbefehl, Trinkbefehl beim Braukeller die nächsten Monate unbedingt. Herzlichen Dank. Dankeschön. 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 Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolut. Jetzt erst recht.